Wofür braucht es die Grünen in Sachsen-Anhalt? Da gibt es ganz verschiedene Themen, für die wir wichtig sind. Natürlich geht es dabei um Klimakrise, natürlich geht es dabei um innere Sicherheit, um die Frage von, wie gehen wir mit geflüchteten Menschen in unserem Land um. Aber ein Thema, was nicht ganz so augenfällig ist, aber trotzdem nicht weniger wichtig ist, es braucht Grüne in unserem Land für starke Frauen und Mädchen. Wenn man sich umguckt bei den Politikern und Politikerinnen in unserem Land, dann sind es die Grünen, die mit vier starken Frauen ganz vorne stehen, den Mund aufmachen und sichtbar sind. Und das macht Mut. Das macht Mädchen Mut, das macht Frauen Mut, aufzustehen, den Mund aufzumachen, zu sagen, was sie denken, sich zu beteiligen, einzumischen und einfach dabei zu sein. Und gerade im März, dem Monat des Internationalen Frauentages, aber auch in dem Monat, wo wir am Equal Pay Day der Lohnungerechtigkeit zwischen Mann und Frau gedenken, ist das etwas, was man doch nach vorne stellen kann.